Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute startet eine neue Serie auf meinem Kanal, wo es sich einzig und allein nur um Drogerieneuheiten dreht. Und zwar wird es jetzt kein Fullface mit Drogerieneuheiten geben, sondern ich werde 5 neue Sachen austesten. Und zwar habe ich mir 5 Neuheiten von Love Cosmetics ausgesucht, die brandneu sind und wo mich schon einige von euch danach gefragt haben. Und deswegen wundert euch nicht, wie ich ausschaue. Ich habe noch keinen Concealer drauf, weil die haben einen brandneuen Concealer, so einen Camouflage Cream, die mich total gereizt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Unten drunter werde ich mir ein Depuffing Cooling Gel auftragen, was ein bisschen die Augenringe minimieren soll, die Schatten, die Schwellungen und auch kühlen soll. Und um das Ganze zu setten, gibt es ein Puder, was ganz viele mir auch in den Kommentaren geschrieben haben, was ich unbedingt ausprobieren soll. Und zwar ist das Set and Refresh Universal Powder. Sowas ähnliches gab es auch schon von Becca. Das von Becca habe ich mir nicht gekauft. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, das auszuprobieren. Das soll sich wie Wasser auf der Haut anfühlen. Und ja, das reizt mich auf jeden Fall. Und bei Love ist der Preis jetzt nicht ganz so hoch wie bei Becca. Deswegen habe ich gedacht, schlage ich da zu. Und dann habe ich noch 2 coole Sachen. Ein Produkt für die Lippen, was die Lippen richtig voller erscheinen lassen soll. So ein Plumping Serum Gloss. Und auch noch das neueste Produkt für die Augen, ein Glitzerpöttchen, was man dann hier benutzen kann. Also ich habe schon quasi alles aufgetragen, was man vorher auftragen kann. Und den Rest machen wir jetzt gemeinsam. Wenn ihr Lust dazu habt, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und los geht's. So, ihr Süßen, ich komme ein Stückchen näher ran. Und zwar wollte ich erstmal fragen, ist euch vielleicht an meinen Haaren was aufgefallen? Ich habe nämlich hier was Neues benutzt. Wo mir viele gesagt haben, sag doch mal, wie das ist. Das war nämlich in irgendeiner Box drin. Die Rede ist von diesem Pureplex Revolutionary Hair System. Das ist irgendwie sowas ähnliches wie Olaplex. Also ich finde es ganz gut. Ich finde, die Haare sehen gesund aus. Aber ob es jetzt besser ist als mit Olaplex oder sonst, kann ich nicht so richtig beurteilen. Deswegen wollte ich euch das mal fragen, wer mir schon länger folgt. Seht ihr einen Unterschied? Schreibt mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, weil wenn man sich selber täglich sieht, sieht man das ja nicht so richtig, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal so, damit man auch einen Unterschied auf der linken und rechten Seite gibt, sieht, dass ich dieses Under-Eye-Treatment mal nur unter einem Auge verwenden werde. Und zwar sage ich euch erstmal, was das ist. Das ist eine Augenpflege mit einem einzigartigen Metallapplikator, was einen abschwellenden Effekt hat und hilft, Augenringe zu minimieren, ist feuchtigkeitsspendend mit Camellia-Wasser. Hört sich also super interessant an. Und so sieht dieser Applikator aus. Okay. Oh, das ist echt kalt. Cool. Ja, da bin ich jetzt mega gespannt. Wir machen das mal so. Ich werde eine Seite... Es ist jetzt so, ich habe die speziellen Tage im Monat. Meine Haut sieht heute wirklich katastrophal aus. Aber gerade dann ist es ja eigentlich ganz cool, mal zu testen, was kann denn das Make-up noch rausholen, ne? Okay. Da ich hier so viele Pickelchen habe, mache ich es mal lieber auf der Seite, sonst ist es vielleicht zu irritierend, ne? Also, ich nehme das... Pack mal ein ganz kleines bisschen, ich drücke mal hier dran. Ah, das kommt so schon gefärbt, leicht gefärbt raus. Seht ihr das? Okay, ich trage es mir mal auf, ein bisschen was davon. So. Und dann gebe ich keinen Druck mehr drauf, sondern verteile es einfach mal ein bisschen damit. Oh ja, das ist sehr angenehm. Das ist richtig kühlend durch diese Metallspitze. Es fühlt sich schon mal sehr gut an. So, den Rest werde ich mir mal einklopfen. Ah, ich sehe schon was. Ich habe hier eine trockene Stelle unterm Auge. Seht ihr das? Da heftet sich's ja ganz schön dran. Hä? Dachte, das ist eine Pflege. Aber ihr seht schon alleine damit, der aufhellende Effekt, der ist krass. Ah, schade, das ist jetzt meine Trockenheit hier so ein bisschen. Hätte ich vielleicht noch mal peelen müssen, aber manchmal habe ich hier so eine trockene Stelle. Egal. Ihr seht aber, teilweise, wenn ihr jetzt nicht so krasse Augenringe habt, braucht man hiernach fast keinen Concealer mehr, ne? Das finde ich echt ziemlich gut. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen im Sommer, wenn ich keine trockenen Stellen habe, das einfach alleine zu verwenden. Was habe ich denn hier? Glitzer. Okay. So, also das ganz alleine zu verwenden, das finde ich schon mal gut. Jetzt machen wir den Concealer auf und das ist... Ich trage es erstmal auf diese Seite auf und dann trage ich es hier auch noch drüber. Ich habe es mal in der Farbe Ivory Elegance genommen. Es kommt in so einem Pot, wie auch viele hochwertige Marken.
Da drauf ist auch ein kleiner Deckel, der das Ganze auch nochmal schützt. Und ich trage mir solche Produkte eigentlich immer mit so einem Pinsel auf und werde es dann hinterher aber auch nochmal mit einem feuchten Schwamm einarbeiten. Das heißt, wir starten mal auf dieser Seite, die ja wirklich sehr extrem ist. Ich gehe nur ein bisschen rein und tupfe mir das jetzt unters Auge. Oh, die Farbe passt gut. Boah, das ist eine super Farbe. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das deckt. Ich nehme direkt den Schwamm, weil ich glaube, sonst wird es mir zu deckend. Ich bin auch sehr gespannt, ob es in die Fältchen kriecht oder nicht. Hier habe ich heute so richtige Pickelchen am Auge entlang. Also total bescheuert. Aber manchmal ist es so, ne? That's life, würde ich sagen. Also der Concealer grundsätzlich ist ziemlich deckend. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich zu viel nehme, weil dann wird es echt schnell cakey. Gerade mit solchen Camouflage-Produkten kann das schnell sein. Deswegen mache ich lieber so ein bisschen. Und gerade weil ich hier halt auch kleine Fältchen habe, da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel hingibt. Aber ich finde, es sieht ganz okay aus. Ich gebe mir das jetzt noch ein bisschen hier hin. So. Gut, ja, also der Unterschied ist krass sichtbar, nur mit dieser aufhellenden Creme und hier mit dem Concealer. Jetzt werde ich mir den auch nochmal auf die andere Seite geben. Aber der Farbton ist schon mal ziemlich gut und man kann damit wohl auch Pickelchen und Rötungen abdecken. Es ist halt eine hochdeckende Creme, ne? Jetzt gebe ich mir das Ganze noch auf die andere Seite. Auch nur ein bisschen. Da diese Creme auch unter anderem auch Feuchtigkeit gibt, finde ich sogar, dass diese Seite noch etwas besser ausschaut. Ich würde grundsätzlich immer bei so Camouflage-Concealern kurz vorher Augencreme auch auftragen, ein bisschen einwirken lassen, weil dann hat man schon mal nicht so einen Cakey-Effekt. Aber ich finde, die Seite sieht wesentlich besser aus als die. Obwohl ich diese trockene Stelle habe, das ignorieren wir jetzt einfach mal, ja. Aber hier sieht es doch wesentlich trockener aus als diese Seite, wo ich die Creme unten drunter gegeben habe. Das gefällt mir richtig gut. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet. Also, ich finde es schon mal ganz gut. Immer wichtig, auch in den Augeninnenwinkel Concealer zu geben, weil da hat man halt ultra Schatten, ne? Aber das gefällt mir außerordentlich gut. Ich denke mal, ja, der ist wirklich Full Coverage und das ist eine richtige Creme, ne? Eine richtige Camouflage-Creme. Super. Also mit einer Creme drunter deutlich besser als ohne, weil hier ist es mir einfach zu trocken, das sehe ich schon. Aber auf der Seite sieht es ziemlich gut aus und jetzt bin ich sehr gespannt, wie dieses Setting-Puder funktioniert. Ich werde das nämlich jetzt nehmen, um es mir unter den Augen zu setten, aber auch fürs gesamte Gesicht, damit man da einfach mal sieht, okay, für was kann man es denn benutzen. Und jetzt starten wir mal mit dem Puder. Oh, das sieht irgendwie so aus, als ob es schon benutzt worden wäre. Kann aber nicht sein. Ups. Weil hier ist noch dieses Deckelchen drauf. Und da kommt auch eine Puderquaste mit. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also hier steht, einfach mit der Quaste auf das elastische Netz aufdrücken, um genau die richtige Menge an Puder aufzunehmen. Vor Gebrauch Folie abziehen. Ja, okay, das macht Sinn. Okay, dann machen wir das mal auf. Aber wisst ihr, was ich mache für die unter die Augen? Mache ich es so, wie ich es immer mache. Vor allen Dingen mal auf einer Seite starte ich mal damit, dass ich das wirklich mit einem Pinsel ganz sanft auftrage. Also ich trage mir das jetzt nicht mit einer Puderquaste unterm Auge auf. Ich glaube, das wird einfach zu viel. Das heißt, ich gehe einfach hier ein kleines bisschen rein und habe schon eine Menge Puder an meinem Pinsel. Und das gebe ich mir jetzt mal unter die eine Seite. Ach du Scheiße. Ah! Das fühlt sich an, als ob man sich da Wasser aufträgt. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe das zwar immer gehört, aber dass das wirklich so ist, wie kann das denn funktionieren? Das ist ja kurios. Das ist ja echt kurios. Das ist wie, als ob das so ein nasser Pinsel wäre. Das muss man ausprobieren einfach. Das ist ja echt kurios. Okay, ich werde jetzt doch mal die andere Seite mit der Puderquaste machen. Die ist auch, übrigens auch super weich. Toll. Okay, ich werde das doch mal so machen. Ich
gebe einfach einmal, drücke ich hier so drauf. Genau, hier so richtig reindrücken. Kann man richtig reindrücken in das Netz. Und dann hat man hier ein bisschen Puder und ich werde mir einfach mal... Hohoho. Das ist ja witzig. Oh, das fühlt sich aber angenehm an. Riecht auch ganz schön. Oh Gott, wie cool ist denn das? Also mal abgesehen davon, dass mein Gesicht ziemlich rot ist, ich irgendwie total, mir ziemlich warm ist, sieht das total velvet-mäßig aus, richtig wie Samt. Sieht cool aus. Okay, ich gebe jetzt hier nochmal ein bisschen, gebe mir das auch hier oben hin. Okay. Den Eindruck, dass mir hier meine Foundation gerade in die Falten kriegt. Aber das sieht ja echt cool aus. Guckt euch das mal an genauer. Also ich bin erstmal begeistert. Hier legt es sich ein bisschen komisch auf die Haut, aber auch wenn ich meine Haut jetzt anfasse, die fühlt sich an, als ob da eine Spur, eine Schicht Samt drauf wäre. Das ist ja echt ulkig. Okay, ich werde mal die andere Seite unterm Auge mit einem Schwamm machen, einfach um das mal auszuprobieren. Ist nicht so ein toller Effekt. Spüre ich irgendwie nicht so sehr. Jetzt gehe ich mal mit einem normalen Puderpinsel da rein. Und gebe mir das mal so auf. Ja, da ist der Effekt nicht so richtig da. Da merkt man die Kühle irgendwie nicht. Es sei denn, ich habe jetzt nicht genügend Puder erwischt. Ich glaube, man muss wirklich dieses Netz ist sehr... lässt sehr viel durch. Also man muss da wirklich richtig reingehen wahrscheinlich. Sonst kriegt man da gar nicht genug Produkt ab. Okay, jetzt mache ich es nochmal. Ja, jetzt ist es nass. Huhu. Das ist ja echt witzig, ey. Also sowas habe ich ja auch noch nicht gehabt. Das jetzt dann hinterher besser aussieht, als wenn ich das normal mache. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber angenehm anfühlen tut sich's auf jeden Fall. Also es sieht leider aus, als ob man sich ganz schön eine Schicht Puder drauf geknallt hätte. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass mir heute meine Foundation ein bisschen zu hell geworden ist. Ich habe zwei gemischt. Aber mal abgesehen davon... Unter den Augen finde ich es erstaunlicherweise ganz gut. Damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Ich bin gespannt, wie es gleich so ein bisschen ausschaut, wenn es ein bisschen gesettet ist. Ne? Sich einfach so ein bisschen mehr mit der Haut verbunden hat. Das können wir jetzt einfach beobachten. Ich mache mir als nächstes mal, trage ich mir den Lipgloss auf und dann machen wir weiter mit dem Teil hier für die Augen. Bin ich auch super gespannt und ja, dann gucken wir uns am Ende nochmal die Haut an und ich... Sag euch nochmal so meine finale Meinung dazu, okay? Aber jetzt erstmal grundsätzlich finde ich es total witzig und ja, einfach nicht schlecht irgendwie. Mal was ganz anderes einfach. Okay, dann kommen wir mal zu dem Lip Plumping Gel, Lip Plumping Gloss. Und das sieht so aus, das gibt es einmal in farblos und einmal in dieser Farbe. Ich wollte unbedingt rosa haben, weil ich stehe einfach auf rosa Lipgloss und deswegen... Fand ich das gut. Hier steht, es ist ein sofortiger Volumeneffekt und frische Gefühl. Die einzigartige Formulierung mit Volulip sorgt für optisch aufgeplusterte Lippen direkt nach dem Auftrag. Lippenperfektion in 30 Tagen. Die klinisch geprüfte Formulierung verbessert die Feuchtigkeit, das Volumen und die Geschmeidigkeit für perfekte volle Lippen. Okay, da bin ich jetzt echt gespannt und hier ist auch so ganz leichter Schimmer drin. So, das hat hier eine... Na, es sieht nur aus, als ob es eine Pipette hat, ist aber keine Pipette. Es ist ein ganz normales Gloss quasi. Okay, tragen wir es mal auf. Das riecht total nach Minze oder Menthol. Sieht schon mal schön aus. Mhm.
Schmeckt gut. Also so leicht minzig. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das gleich noch ein bisschen anders aussieht. Ich habe übrigens als Lip Liner nur hier von Catrice diesen Secret Cloud Glow Tensify Lip Pencil, diesen hier. Der ist einfach so, da passt sich der Lippenfarbe an, ne? Mehr habe ich jetzt nicht drauf. Okay. Ich finde den Gloss schön. Der ist halt relativ teuer. 8-9 Euro kostet der. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie der von Dior. Und ich glaube, das ist das, wo alle, was alle auch gerne nachmachen wollen. Ich bin jetzt gespannt. Es fühlt sich erstmal sehr, sehr schön an. Sehr angenehm auf den Lippen. Und die Lippen sehen ja tatsächlich ein bisschen voller aus. Das gefällt mir. Tagsüber trage ich nur sowas und gar nicht großartig Lippenstift meistens, ne? Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Glitzerstar. Und zwar diese schönen Pötte hier. Die gibt es ja auch von ganz vielen hochwertigen Marken. Natasha Denona ist jetzt gerade auch wieder mit solchen Dingern rausgekommen. Dann von Tom Ford, von Charlotte Tilbury. Alle haben so solche Sachen. Oder auch Hourglass. Von Hourglass sieht die Konsistenz sogar echt genauso aus. Ich habe mir die nur mal angeschaut, aber noch nicht gekauft. Und ich habe das jetzt hier in der Farbe genommen. Champagne Sparks, Nummer 520. Und jetzt bin ich super gespannt. Am einfachsten trägt man solche Teile mit dem Finger auf. Jetzt habe ich ziemlich lange Nägel. Ich werde es aber trotzdem auf jeden Fall mal auf einem Auge mit dem Finger machen. Und ansonsten würde ich euch total diesen Pinsel empfehlen. Der ist nur leider dreckig. Und zwar diesen Luxe Smoky Shader von Zueva. Die Nummer 234. Der greift am allerbesten solche Pigmente. Weil das ist, glaube ich, echt Haar. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ich werde jetzt aber mal den hier von Essence nehmen. Den könnt ihr auch im DM kaufen. Und ich gehe mal ein bisschen rein und schaue mal, ob da überhaupt Produkt auf den Pinsel drauf geht. Ja, ein bisschen was, ne? Okay. Und jetzt trage ich mir das einfach nur mal auf mein bewegliches Lid auf. Und bin gespannt, ob es funktioniert. Weil geswatcht sehen die richtig gut aus und ja, da sieht man leider nicht ganz so viel. Man kann die wohl auch als Liner benutzen. Ich frage mich, wie das gehen soll, wenn es jetzt so schon schwierig geht. Ich zeige euch einfach mal, wie der Unterschied ausschaut, wenn man es mit dem Finger macht, ne? So. Das ist das Ergebnis, was ich erzielen wollte. Und das ist wirklich richtig schön. Die haben das, glaube ich, in 5-6 verschiedenen Farben, auch mit Lila, auch mit Rosa. Aber immer ist ein silberner Glitzer als quasi Schimmer. Und dann gibt es halt diesen Unterton, und das ist jetzt hier so ein Champagnerton. Oder auch mit Pink und mit, was weiß ich, also mit ganz vielen Farben, ne? Aber das finde ich jetzt eigentlich sehr schön und so würde ich das auch machen. Ich glaube, man muss das mit dem Finger auftragen. Auf jeden Fall mit dem Pinsel funktioniert es jetzt nicht so ganz. Aber so sieht es doch echt schön aus. Super. Ich gehe auch noch mal hier ein bisschen näher ran. Und ich zeige euch den auch noch mal auf der Hand geswatcht. Irgendwie wirkte es auf der Hand noch ein bisschen intensiver. Ich kann mir nicht helfen. Es wirkte irgendwie intensiver, aber okay. Es ist halt eine leichte Untertonfarbe und dann ist da silberner Glitzer drin. Also es ist okay. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so cool wie diese Sachen, die es jetzt von teuren Marken gibt. Da ist noch ein bisschen mehr Reflexion und alles dahinter. Also das ist schön, gar keine Frage. Ich werde das auch auf jeden Fall weiterhin benutzen. Aber es haut mich jetzt auch nicht total von den Socken, muss ich ehrlich gestehen. Ich mache mir das auch nochmal. So sieht es auf dem Finger aus. Ich mache mir das auch nochmal aufs andere Auge. Aber für einen leichten Schimmer, wenn man jetzt so einen einfachen Look hatte wie ich, um da einfach ein bisschen Pep reinzubringen, ist es eine gute Geschichte, ne? Da gibt es gar nichts. Und vor allen Dingen ist es halt auch nicht so extrem, dass es jetzt irgendwie, ja, zu übertrieben ausschaut oder so, ne? So, was ich dann auch noch gerne mache, ich gebe mir mit so einem feinen Pinsel etwas davon hier in den Innenwinkel. Es ist schwierig, da Produkt mit aufzunehmen, muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten ist es ein feiner, silberner Touch. Ich finde es eigentlich doch ganz schön. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob das so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also ich finde es eigentlich ganz nett,
aber jetzt auch nichts total Weltbewegendes. Ich denke mal, das wird es vielleicht auch von anderen Marken günstiger geben. Wisst ihr was, ich mache jetzt Folgendes. Ich trage mir jetzt noch Bronzer auf und mache mir das unter den Augen auch nochmal richtig. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu meiner finalen Meinung. Bis gleich. So, ihr Lieben, ganz anders, wenn man sich jetzt dann doch nochmal ganz geschminkt sieht. Also, meine finale Meinung zu den Sachen. Dieses Puder finde ich mega witzig. Wenn ihr das von Becker schon immer ausprobieren wolltet, ihr wart aber zu geizig und habt gesagt, nee, das wollte ich mir nicht kaufen, würde ich euch echt empfehlen, holt euch das, weil das ist so eine witzige Sache. Da ist Wasser drin, Glycerin drin. Es fühlt sich wirklich an wie Wasser auf der Haut. Ich finde es auch jetzt nicht schlecht. Ich muss das wirklich eigentlich mal langfristig sehen. Wie verhält sich das dann auf der Haut? Wie lange hält das? Ich werde euch da auf jeden Fall mal updaten in einem kommenden Video. Zu diesen Glitzerpötten muss ich ehrlich gestehen, das ist nicht so ganz meins, weil es einfach wirklich nur silbriger Glitzer ist. Und irgendwie sah das hier auf der Hand noch was cooler aus. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie haut es mich nicht von den Socken. Schön ist es, aber ich habe irgendwie was anderes noch erwartet. Ich weiß auch nicht. Also ist es ja manchmal so, ne? Den Concealer, diesen Camouflage-Concealer, den kann ich auf jeden Fall weiterverwenden. Da freue ich mich richtig drüber, dass das echt ein gutes Produkt ist, weil das deckt super ab. Bislang ist mir auch noch nichts in die Fältchen gerutscht. Wenn das ein Produkt wäre, was mir in die Fältchen rutscht, passiert das eigentlich relativ schnell. Insofern bin ich da guter Dinge. Ich werde auf jeden Fall später mal in die Kommentare reinschreiben, wie lange das gehalten hat. Ich weiß nur, dass ich heute Nacht nicht mehr filmen kann, wenn ich das dann ein bisschen länger drauf habe. Deswegen schreibe ich es euch einfach in die Kommentare. Diesen Lipgloss, den finde ich gut. Der ist mentholig. Ob der jetzt besser ist als der von Catrice, ich habe euch da ja auch mal ein paar gezeigt, die nur 3,50 kosten, weiß ich nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm auf den Lippen an. Und der wird auf jeden Fall in meiner Handtasche landen, weil es einfach auch ein schönes Produkt ist. Und ja, ob es die Lippen jetzt so viel voller macht, keine Ahnung. Sieht schön aus. Ich muss mal gucken, ob es sich auch gut verhält, wenn ich es über Liquid Lipsticks drüber trage. Das mache ich ja auch häufig. Insofern, das muss ich mal sehen. Was ich aber auf jeden Fall richtig cool fand und was für mich jetzt auf Platz 1 ist von diesen 5 Produkten, ist tatsächlich dieses Under-Eye-Treatment. Das fand ich sehr gut. Einfach dieser kühlende Effekt. Ich finde auch jetzt nach wie vor, dass diese Seite besser aussieht als diese Seite. Insofern, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also auf den ersten Eindruck, ne? Nagelt mich nicht langzeittechnisch fest, ne? Dann würde ich sagen, kommt auch schon das Puder, weil es einfach total witzig und innovativ ist. Und den Concealer finde ich gut und diese beiden Sachen sind so, kommen danach, ne? Also das ist so mein erster Eindruck zu diesen Produkten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir gerne eure Vorschläge für ein nächstes Video in die Kommentare, beziehungsweise welche Produkte ihr gerne möchtet, dass ich die austeste. Ob ich das jetzt dieses Format wöchentlich mache, weiß ich nicht. Aber vielleicht so alle 2 Wochen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und ich werde das dann irgendwie nennen, 5 Neuheiten aus der Drogerie im Test oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, hier verlinke ich euch noch übrigens meine letzte Verlosung, Glossybox. Ich verlose 3 Glossyboxen an einen von euch im 3-Monats-Abo, was danach aufhört. Hier noch eine andere Verlosung, die ich gerade am Laufen habe. Und hier könnt ihr mich abonnieren, bevor ich es ganz vergesse, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.